Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog bei White Grey Home on Tour. Ich bin Debbie und heute geht es in diesem Vlog um das Thema wieder Gemütlichkeit im Wohnmobil. Ich dekoriere mit euch mein Wohnmobil auf den Herbst. Die Saison neigt sich schon wieder dem Ende entgegen und darum nehme ich euch mit. Ich bekomme ganz oft zu hören, ich habe keinen Platz für Deko im Wohnmobil. Und daher zeige ich euch heute meine Tipps und Tricks, wie ihr gar keinen Platz für eure Deko braucht und sie trotzdem als Stauraum oder auch sonst benutzen könnt. Wie immer haben meine Gegenstände oder Accessoires, die ich benutze, oft mehrere Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten. Und so brauchen sie keinen extra Platz oder extra Stauraum oder ihr müsst nichts extra mitnehmen. Ihr könnt einfach die Dinge, die ihr sowieso benutzt, umfunktionieren. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch heute. Den Anfang mache ich mit meinen Kissenbezügen. Als erstes tausche ich meine Kissen aus. Ich habe mich für ein Hirschkissen entschieden und verschiedene Kissen in braunen Beige-Tönen, damit sie auch zum Rest vom Wohnmobil-Interieur passen. Ich zeige euch, wie ich hier ein paar Ersatzhandtücher in einen Kissenbezug stecke oder stopfe und wie ihr so den Kissenbezug als Stauraum nutzen könnt. Ihr könnt eure Ersatzjacken, eure dicken Winterpullis, Bettwäsche hier drin lagern. So brauchen diese Dinge keinen Stauraum im Schrank und können super als Kissenfüllung dienen. Das können auch Winter- oder Sommerdecken sein. Es können eure Picknickdecken sein. Ihr seht, ihr könnt die Kissen mit allerhand Sachen füllen. Um mein Wohnmobil auf Herbst zu dekorieren, muss ich natürlich auch alle Sommerdeko entfernen. Dazu gehört der getrocknete Lavendel und meine Tafel, die auch schon bessere Tage gesehen hat. Ich tausche den Lavendel aus gegen frische Olivenzweige, die ich vor ein paar Tagen abgeschnitten habe, und entferne mein Sommerkreidebild. Ich habe mich für die Mini-Blocks von Industrify schon seit Anbeginn entschieden, denn sie brauchen wenig Platz, sorgen gleich für tolle Stimmung im Chalet- oder Landhausstil und diese werden bei mir mit Klett während der Fahrt befestigt oder einfach in eine kleine Ablage gelegt. Ihr könnt hier je nach Saison die Mini-Blocks austauschen und so sicher aufbewahren, ohne groß verräumen zu müssen. Kein unnötiger Stauraum und einfach hier in die Ablage, wer das nicht mit Klett befestigen möchte. Da wir lieber aus dem Fenster schauen als auf einen Fernsehapparat, haben wir hier eine Kreidetafel hängen, die ich zu unterschiedlichen Zwecken dekoriere und verschönere. Für jede Saison male ich hier ein Tafelbild auf und natürlich, was darf im Herbst nicht fehlen, der Kürbis, denn der verleiht natürlich sofort ein Herbstfeeling im Wohnmobil. Die Motive findet ihr auf Pinterest. Auch unter White Grey Home könnt ihr mal in meinen Ordnern nachschauen. Ich habe Prints abgespeichert, verschiedene Motive und dort werdet ihr sicherlich auch fündig. Auch diese Deko braucht keinen Platz im Wohnmobil und kann saisonal verändert werden. Ihr habt hier immer wieder die Möglichkeiten, das umzugestalten und zu dekorieren. Oder auch mal einen neuen Spruch drauf zu schreiben, der passend zu euch ist. Und wie ihr sehen könnt, habe ich mich einfach für ein paar Blätter und den Kürbis entschieden und Hello Fall als Schriftzug gewählt. Mit einer kleinen Wischtechnik erhält dieses Wandbild noch ein paar liebevolle Schattierungen. Für meine Tischdeko nutze ich sehr gerne die Brettchen und Teller, die ich sowieso dabei habe. So braucht es keinen unnötigen Stauraum. Ich habe im Herbst sehr gerne meine Holzoptik-Teller dabei und die dürfen auch gerne mal als Tablett dienen. Und da Gold im White Grey Home dieses Jahr eingezogen ist, darf natürlich auch im Wohnmobil die Farbe nicht fehlen. Die Laterne hat eine Aufhängung und kann während der Fahrt aufgehangen werden. Und das ganze Jahr über nutze ich meine zwei kleinen Kerzenhalter und die dürfen deswegen auch nicht in der Herbstdeko fehlen. Als einzige Deko dieses Jahr nehme ich das kleine Pumpkin-Schild und den kleinen Kürbis mit, der aus Styropor ist und nichts wiegt. Diese zwei Teile sind meine einzigen wirklichen Herbstdeko-Elemente, die ich eingepackt habe und den Rest sammle ich in der Natur. Ob das ein paar Ähren sind, Efeu, Beeren, Blätter, Kastanien, Eicheln, da könnt ihr sammeln, was ihr am Wegesrand findet und in eure Deko integrieren.
Meine Kerzen zünde ich am liebsten mit einem wieder aufladbaren Feuerzeug an, sodass ich da kein unnötiges Material verschwende. Wenn wir schon bei der Beleuchtung sind, ist euch in manchen Wohnmobilen sicherlich das Flutlicht an den Decken aufgefallen. Das ist natürlich perfekt, um etwas auf dem Boden zu suchen, aber es soll jetzt auch zum Rest angepasst werden. Schon lange habe ich überlegt, was könnte ich hier für eine Lampe hängen, denn jeder Lampenschirm ist zu hoch und nimmt uns von der Deckenhöhe zu viel Fläche. Darum habe ich mich entschieden, einen Stickrahmen als Untergrund zu benutzen. Dieser ist aus Kunststoff und ich habe mich für einen Leinenstoff entschieden, um meinem Wohnmobil ein bisschen Farmhaus-Chalet-Stil zu verleihen. Und da dieser aus Gummi ist, lässt sich hier der Stoff sehr schnell und einfach einspannen. Die Aufhängung entferne ich aus dem Stickrahmen und schneide dann passend das Material zu. Da ich gerne für das Bad auch noch eine Lampe möchte, versuche ich aus diesem Stoffrest zwei Schirme zu erhalten. Messt eure Lampenschirme aus an der Decke und schon habt ihr den Durchmesser, den ihr für euren Stickrahmen braucht und könnt euch den im Internet bestellen. Meinen habe ich von Amazon und es gibt ihn in verschiedenen Größen und sicherlich werdet ihr dort fündig mit dem Rahmen eurer Wahl. Strickrahmen sind ja gerade sehr im Trend, deswegen auch in vielen, vielen Deko- und Bastelgeschäften erhältlich, wo ihr ihn auch in anderen Farben erhalten könnt oder auch selbst noch anmalen könnt. Ich habe mich bei der Befestigung dafür entschieden, es nicht mit Sekundenkleber anzukleben, falls man mal an die Lampe ran muss, und habe mich für ein starkes doppelseitiges Klebeband in 5 mm Breite entschieden. Diese lässt sich auf diesen weißen Rahmen draufkleben und so kann der Stickrahmen perfekt an die Decke geklebt werden. Sollte ich einmal hier zur Reparatur dran müssen, kann ich das einfach entfernen und ich werde das jetzt ausprobieren, ob das mit doppelseitigem Klebeband hält. Aber ich finde, es ist kein Vergleich zu vorher, optisch und auch von der Lichteinstrahlung perfekt. Und zum Schluss tauscht euer Geschirr aus, dann habt ihr auch keinen unnötigen Stauraum verschwendet. So ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch mit diesen paar Tricks zeigen, wie einfach es ist, im Wohnmobil auf Herbst umzudekorieren, ohne groß Deko mitnehmen zu müssen. Einfach Geschirr, das schon ein Motiv drauf hat, das zum Herbst passt. Da reicht auch schon eine oder zwei Tassen, mehr braucht man da gar nicht. Benutzt einfach Dinge, die nicht viel Platz brauchen. Hier nur eine Buchgröße sozusagen. Und was ich dabei habe, ist dieser kleine Mini-Kürbis aus Pappe oder aus Styropor. Der wiegt nichts und der ist eine Handvoll. Und wenn man so viel Platz nicht im Wohnmobil hat, dann weiß ich auch nicht, was man sonst dabei hat. Bei uns ist der ganze Kleiderschrank leer, denn da kommt immer unsere Sachen rein für auf die Rückfahrt, wie Wein und Geschenke und Deko, die ich unterwegs einkaufe. Platz hätte ich noch ohne Ende. Wir haben so viel Krusch dabei, Schuhe, die man nicht braucht, Jacken, die man nicht immer anhat, Kabel und Werkzeug und ich weiß nicht, was alles in den Kellern in Wohnmobilen rumfliegt, was ich da so alles sehe. Da könnte man Jahre wahrscheinlich auskommen mit. Und wenn man da keinen Platz hat für einen kleinen Mini-Kürbis, dann weiß ich es auch nicht. Ein guter Trick ist auch, dass ihr zum Beispiel eure Kissen auch anders verdrehen könnt und so wieder eine neutrale Variante habt. Oder ob jetzt hier Blumenkissen sind oder ein Hirschkissen, ist doch total wurscht. Irgendwas nimmt man ja so oder so mit für seine Bank, zum den Kopf mal drauflegen oder die Füße drauflegen. Und da ist es doch egal, ob dann ein Hirsch drauf ist oder Blumenmuster. Also einfach die Dinge nur austauschen, die ihr sowieso dabei habt. Und schon braucht ihr keinen extra Stauraum. Ihr seht, das ist so einfach. Und ich hoffe, dass ich euch hiermit wieder ein paar Tipps und Tricks geben konnte. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Vergesst das Abo nicht. Wenn ihr mehr Tipps und Tricks zum Wohnen haben wollt, dann folgt mir doch auf White Grey Home. Da nehme ich euch immer wieder mit und zeige euch, wie ich mein Zuhause dekoriere. Und aktuell seht ihr natürlich auch da meinen Herbstdeko in meinem Zuhause. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss!